Hallo, hallo, ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen hier bei LS22 Nachbarn oder Neighbors, wie das ja heißt, keine Ahnung. Und ich stehe hier immer noch da mit den drei Kathoden und, oder mit den zwei Kathoden und Bürgermeister, ja. So. Was heißt jetzt hier Kathoden, ey? Sag mal, welcher Traktor läuft denn hier noch? Ist das meiner? Dürfte da noch sein. Ich bin 20 Mal ausgeschaltet, was ist denn hier? Was soll ich machen? Schlimm, ey. Im Alter vergisst man, ne? Ja, naja, gut. Ich kenn das. Hier, cool. Ja, Manne. Weißt du, wie der Traktor mir bevorkommt? Nee. Kennst du noch die alte Kinderserie? Ne, kennst du vielleicht, War vom Krieg her. Die hier Pink Panther. Ja, das kenn ich. Na, nee. Also so. Na, was denn, du kennst oder kennst du nicht? Der rosa-rote Panther. Ja, pink, rosa, ist nicht das gleiche oder was? Nee, rosa ist heller, da ist mehr weiß drin. Rosa ist mehr weiß drin? Du hast doch dann weiß. Ja. Na gut, ist egal. Oh Gott. Hier. Die Frauen mit ihren Farben, ey. Ja. Hier, ich steh jetzt mal nur noch vorne zum Oscar, hä? Steht euch jetzt hier einfach mal. Ein gutes Zeug darstellen, kann ich versorgen. Also, ja, glaub ich. Also, du gehst Bier trinken und ich arbeite für dich, oder was? Ja, du willst doch Geld verdienen, oder? Ja. Das ist nicht viel, dann fährst du dreimal hin und her und dann ist es fertig. Was denkst du? Ich muss dann auch nochmal ganz schnell auf Toilette. Oh, ich muss halt den ganzen Tag kacken, schon eine Stunde lang. Aber oh, ich komme überhaupt nicht. Das kannst du eigentlich dann schnell mal machen. Also das Fliegen. Achso, ich dachte jetzt schon. Nicht fliegen! Sollte die Katze nicht für mich auf Toilette gehen, geht das? Was ist mit da los? Nee, ich darf mal Arsch abwischen, aber das habe ich in Vergangenheit schon genug gemacht im Krankenhaus. Ja, sag mal, ganz kurz schnell noch, Kuli. Wo kommst denn du her? Eigentlich jetzt gerade hier. Und wie treibt's denn dich hierher? Nach Witzdorf, wie geht dir das? Naja, es ist, meine Tochter, ne? Die hat so einen doofen Mann, der hat schon Hof gekauft in der Grünfelderland. Und hat das total in Ruin getrieben. Den wollte ich wieder aufbäppeln, den Hof, hab den übernommen. Na, für meine Tochter. Mhm. Und der ist mir aber abgebrannt. Und da habe ich in der Reklame gesehen, dass hier ein Hof versteigert wird. Verkauft, wie auch immer. In der Reklame, ja, was hast du gesehen? Na, ja. Nur. So, und da habe ich einen lieben Herrn guten Bürgermeister angeschrieben. Da stand wohl im Aldi-Zettel drin oder was? Weil das sonst Reklame. Nee, bei Kaufland. Ach, bei Kaufland. So, an die ich suche und finde und also, ist das. Achso, das sind ja die typischen Kaufland-Immobilien. Nee, bei Reklame. Ne? Genau. So. Und. Scheiße. Und ja, da haben wir uns getroffen und dann ging das alles klar und jetzt hatten wir die Übergabe. Wenn hat das alles geklappt, Ben, mit der, oder muss man ja mal andere Seiten aufziehen? Oh, da redet gerade nicht mit mir, der alte Sack. Ja. Handzahn auf dem Essen. Ah, Handzahn. Ja, ne, das können wir ja gut leiden in Witzdorf. Ne, Grünfelderland habe ich schon mal gehört irgendwie. Muss ja ein wunderschönes Gebiet sein. Ja, sehr schön. Mister, ja, übrigens. Ich vermisse ein bisschen mein Schnösel. Bisschen von Schnösel schon wieder. Da gab es so einen Herrn von Hopfe. Also? Und. Ja. Hüpfen angebaut oder was? Nee, der war hier Pferdezüchter, so ein Scheiß, weißt du? Och, das ist ein Mist. Gehen wir mal weg mit dem Rotz. Ich bin hier Schweinebauer. Ja. So, aber pass mal. Rede mal nicht ganz so viel, Kuli, weil du musst mal bearbeiten gehen und ich muss jetzt erstmal Feierabend hier trinken. Der die ganze Zeit labert, ne? Na gut, alles klar, ihr Verrückten. Hä? Ich mache mal los. Und dann gucken wir mal. Ja, Mann, geh uns auf dein Bier, ey. Hä? Na klar, mach ich jetzt auch. Mach mal. Gut. Du müsstest dich vielleicht einmal wieder ein kleines bisschen rasieren, weißt du das? Irgendwie, du siehst ein bisschen aus wie der. Siehst aus wie Bären der Eier. Na gut, alles klar. Manne, hier ist meine Nummer. Ach, so. Alles klar, danke dir. Warte mal kurz. Ja. Wo will denn der hin? Bin nur noch der Scheiß, wir sind im Garten hier. Ah ja. Ah, so. Ja, guck mal, bitte. Oh, na fein.
Also, pass auf, Feld 105, ne? Steht gleich vorne dran, wenn du ranfährst. Pflug, das hängst du mal hier an deinen Grashüpfer ran und dann geht es los. No? Ne, alles klar. Na, geht fly los. Ja, gut. Jetzt auch an die Arbeit. Ja, ich muss jetzt mal losmachen, ne? Macht's mal gut und wir sehen uns bald mal, hä? Jo. Jo, halt doch rein, Leute. Jo, hallo, hi. Soll ich dich anrufen, wenn ich fertig bin? Ja, ruf nochmal, kannst du nochmal runterkommen zum Oscar, geht er. Wo ist denn der? Welcher nicht. Warte, der ist hier, auf der 100... Da die Straße hier runter zu. Genau, 189, und dann fährst du irgendwann mal links weg, siehst du schon. Ah ja. Ja. Ach ja, guck mal, unser Biobauer kam auch gerade gefahren. Wo die? Ah, den hab ich ja, vorhin... Der oben war er gerade. Ach so, ne, der muss schnell weg. Da hat ja nicht immer... Ich hab den Fall vorhin angerufen, Richard, ja. Weil ich wollte nämlich... Pass mal auf, weißt du, was ich wollte? Ich wollte dich eigentlich anrufen, hab dich aber die ganze Zeit nicht erreicht. Das geht schon mal gar nicht hier in der Nachbarschaft, ja. Nee, ja, Quatsch. Ich war ja unten beim Oscar. Ach so. So, ich geh da mal arbeiten, ne? Alles klar, danke dir. Ja, und pass mal auf, ich wollte nämlich mal fragen, ob du einen Steinesammler hast oder nicht. Nein, ich hatte einen vom Oscar unten ausgeliehen. Ach so, okay. Ne, so. Das mach ich nämlich jetzt auch gleich mal. Ne, pass mal auf, Richard, wir sehen uns später noch, hä? Wir können ja auch noch mal Feierabendbier trinken. Ja, wir schon nach zum Oscar. Ja, alles klar, da fahren wir mit nur noch, hä? Gut. Ja. Hau rein! Ja. So, meine Lieben, jetzt geht's hier mal ab. Das war nämlich der Richard Heckendorf, wo der gar keine Hecken hat. So, mir, wisst ihr, was mir zu machen? Wir fahren jetzt zumindest zum Oscar. Und wir gucken jetzt mal, was der Oscar hier alles macht. So, ich fahre jetzt einfach mal nur noch und mir ist das eigentlich gerade mal egal. Obwohl, ich kenne ja meinen Maschinenhandel auch rufen. Du kannst mir so, mal den Oscar auch rufen, ja. Hier, Oskar! Der Mann hier! Gott, Mensch, Manfred, hier, pass mal auf! Ich bin jetzt hier eigentlich schon gleich bei dir, hä? Bist du bei dir am Hof oder wie ist denn das? Ja, ich bin bei mir am Hof. Ah, gut, alles klar, leg ich auf, bin gleich da, hä? Jo, gut. Ciao! Warum nicht? Herbert! Ja, frag mich nicht! Ja, muss aber! Muss da aufklappen! Ist aufgeklappt! Die ist nicht aufgeklappt! Siehst du, die ist nicht... Die ist aufgeklappt! Oh, Mensch! Kletter hoch, der Deckel ist offen! Ach Mensch, ja, ach so! Mensch, Herbert! Oh, nee! Deckel ist offen! Aber ich hab gedacht, das Ding muss ja aufgeklappt sein, komplett, ja, oder was? Was ist denn das? Was hast du denn vor mit dem Riesending? Mais legen. Och, ist das krass. Ah. Ja. Perfekt. Hast du das gehört? Es gibt 15% und das sogar auf jedes Rad, hä? Ist schon gekauft worden. Ach so, jetzt Rad oder was? Genau, ja, mein erster Kunde heute. Aha, ne, pass auf. Ja. Also seid ihr soweit fertig oder störe ich irgendwie gerade ein bisschen? Ja. Also stören so semi. Stören tut man hier nie. Hm, ich weiß so, ist ja Nachbarschaft hier. Da hast du auch wieder recht. Ja, sag dir mal ganz anderes Ding. Habt ihr die Kohl schon kennengelernt? Die Frau Kohl? Oh ja. Gott, wer ist das denn? Oh, ne, die. Ich hab die schon kennengelernt. Ja, da kannst du mal nach vorne zu mir in den Hof, wenn du willst. Die arbeitet nämlich ganz kurz mal für mich. Die weißt du, was die jetzt machen muss bei mir? Die muss fliegen. Manfred. Ja, was ist? Du hast dir etwa eine bestellt. Ja, mal sehen, was draus wird. Kann vielleicht sein, jetzt ist auf alle Fälle meine Alte im Dorf. Kennst mich doch. Kenn jetzt doch schon viele Jahre. Mit ein bisschen Alkohol geht viel, weißt du? Weißt du, kennst du den hier mit den, oh, wie ging das gleich? Na, bin ich schon hübsch oder willst du noch was trinken? Oh yeah. Ah, na gut, alles klar. Hier, ich wollte euch aber in eurem Geschäftsdings nicht stören. Soll ich mal kurz noch um die Ecke gehen? Zur Zeit.
Nur, no, weil ich hier stehe. Nee, wir sind fertig eigentlich. Also. Und Herbert, wie ist denn das eigentlich ausgegangen mit deinem Feld, was hier nicht so richtig funktioniert hat? Wie war denn das vorhin? Irgendwie war das doch letztens. Ja, läuft alles. Läuft alles wieder? Ja. Ne, das ist gut, das ist gut. Das fetzt mir. Was, und hier willst du Mais legen, oder was? Ja. Warum machst du Mais? Biogas. Ach, ihr braucht das für die Biogas, ja? Da habt ihr natürlich recht, ja? Das ist natürlich, das ist wichtig. Läuft da eigentlich alles bei der Biogas? Ich habe irgendwie gehört, dass da mal irgendwie ein komischer Stopp drinne war letztens. Dass da irgendwas mit dem Strom nicht funktioniert hat. Also geht... Achso, ja, da war eine Wartung. Also... Achso. Also das heißt, Witzdorf ist wieder on point, wie man heutzutage sagt. Wie die Gunge heutzutage sagen. Wir so, genau. Genau. Na gut, Östler. Eine Kinze oder was? 36,65. Zu viel zu teuer auf dir oder was? Ist ja nur gemietet. Achso. Was kostet denn so ein Ding, Oscar, hier? Der ist tatsächlich gebraucht. Also der 933 ist, den hat der Herbert gebraucht gekauft. Hä? Genau, und die, ich meine die Sämaschine hier. Siehst du mit dem Traktor, 5000 Traktoren überall rumstehen. Achso, ja. Ja, grün ist besser als blau. Genau. Meinst du? Deswegen hast du ja hier eine blaue Sämaschine gekauft. Die ist ja nicht gekauft, die ist ja nur geliehen. Die hat das nicht besser auf Lager genommen. Das ist ja noch schlimmer. Ne, sag mal, Oscar, was kostet das nun hier? Oh, sag mal, Oscar, hast du irgendwo eine Toilette? Ich muss mal kacken. Schon die ganze Zeit. Nee, ich hab keine. Ach, das ist doch scheiße. Na, dann muss ich mal. Aber Feierabendbier hast du noch, oder? Ich hab aber nur alkoholfrei da. Was ist denn mit dir nicht? Also Herbert, hörst du das? Der stümpft immer weiter ab. Das kann doch nicht sein. Was ist denn mit dir? Der Landhändler hat was. Der Landhändler? Da wo ich war gerade da, der hat beim Einparken ein bisschen getrunken. Wirklich? Ja. Der Stefan? Ach, deswegen ist der vorne also Schlangenlinien gefahren bei mir am Hof vorbei. Das geht ja gar nicht. Na, eigentlich geht's schon, Mascha. Na gut. So, ne, sag mal, was kostet das, wenn man das mal ausleihen will, die Scheiße? Oder was kostet das überhaupt, wenn man es kaufen will? So, ich muss hier mal, ne, Geschäfte machen. Jo, bis später. Herbert, wir sehen uns bald, hä? Ja, wenn du mich findest. Oh, immer. Jo, was rennst du jetzt weg, Oscar? Warte doch mal. Also, nee, komm, warte doch mal hier, bitte. Was ist denn du? Ja, was denn? Ja, erzähl mal jetzt hier. Pass mal auf, ich hab verschiedene Sachen. Pass auf, also ich brauche einen Steinesammler, ja. Steinesammler, dann willst du mir den Ballenwagen mal irgendwie zeigen. Und dann wollte ich mal wissen, was draußen hier so eine Sämaschine kostet. Nicht, dass ich sie kaufen will oder mieten, aber ich will einfach mal gucken, wie das finanziell halt aussieht, ja. Ja, kommt drauf an. Willst du leasen? Na, wenn ich erstmal miete. Erstmal bloß miete. Erstmal miete, erstmal bloß. Und du den Mann nicht verarschen, hä? Nein, mach ich doch nicht. Ich muss dich ja fragen, was du haben willst, ne? Weil es gibt ja zig Varianten. Du kannst sie dir leasen, du kannst ein Leasing mit Kaufoption machen, du kannst sie direkt kaufen, du kannst. Nee, ich will die eigentlich vor und ich will die nicht lesen. Ich will damit nicht lesen. Was ist denn das? Manfred. Das ist wieder was Neues oder was? Was ist der Leasing schon wieder? Das ist nicht hier. Pass auf, das haben ja meine Kinder mal gesagt. Die haben irgendwie was mit einem Auto-Leasing mal gesagt. Und da haben die gesagt, genau, das so ist wie geliehen oder irgendwas. Genau. Ach so, das ist ein Rotz, fangen wir nicht aus an. Dann machen wir lieber Miete. Oder mal kaufen gleich. Also, ich könnte dir hier eine Pöttinger Sämaschine anbieten. Ja, ich will jetzt mal wissen, was draußen die blaue. Einzelkorn. Also hier, also weißt schon, ne? Wo man hier Mais legen kann zum Beispiel. Also mit Katalog oder irgendwas? Ja, ja. Ich
ich habe einen Katalog, ich habe auch Oder sollen wir, oder gibt's den Katalog online in der App hier da von Witzdorf? Ich habe sogar eine hochmoderne Homepage, wo du die alles konfigurieren kannst. Oh, das ist natürlich klasse. Also Oskar, ja, da muss ich mal sagen, du bist ganz schön fortschrittlich hier unterwegs. Ja. Der Vestia, das gefällt mir gut, sowas. Weiß ich nicht. Ja, ja, nicht klar. Achso, okay. Natürlich. Also, ich bin ein bisschen in die Jahre gekommen, weißt du, aber bin immer noch heißes Eisen, vor allem digital. So, gut, okay. Dann schießen wir los jetzt hier. Also, draußen das Ding, Miete, was kostet es? Also quasi, das der Herbert gerade gehabt. Oh, genau. Hast du überhaupt so viel PS? Natürlich, ist doch mir egal. Ich häng das Ding dann und fertig ist. Ja, so, das Ding, das braucht 300 PS. Na, ich hab 313. Ja, aber findest nicht, dass es ein bisschen knapp berechnet ist? Na, dann machen wir irgendeine Lernwoche draus. Mich steht so ab, bloß mal interessieren, was das für Preis ist, mehr nicht. Ist ja nicht, dass ich das hier gleich mieten will. Ja, weiß ich ja nicht. Was willst du denn für eine Arbeitsbreite? Fangen wir mal so an. Wir sagen mal, pass mal auf. Ich will einfach mal wissen, das Ding, genau wie das jetzt draußen stand für den Herbert, wie viel das Ding in der Miete kosten tät am Tag. Einfach mal Interesse halber. Und alles andere ist ja dann günstiger, verstehst du? Da haben wir nämlich gleich 50 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Hm. Kommt jetzt noch was, oder? Ja, Moment, ich muss gerade rechnen. Ja, rechne mal. Ja, ich gucke mir mal derweil ein bisschen die Traktoren an. Ja, mach das mal. Mhm. Dann probieren wir mal hier den Obst zu erreichen. Manne hier! Manne! Oh, ja, cool, was ist denn los? Bist du fertig oder was? Nee, das geht nicht anzuhängen. Warte mal, da ist so. Warte mal. Da warte ist mal. So ein Schloss dran. Ah, nee, das kann ich ja. Mit so einem Zollencode, sag mir den mal durch. Warte mal. 5. Ja. 7. Und dann 0815. So wie fast alle hier. Mal gucken, ob es jetzt geht. Müsste eigentlich gehen. Ja, jetzt. Oskar, ich sag dir, die Weiber, die kriegen nicht alleine hin. Hier. So, wen hast du da? Warte mal, ich mach gleich mal laut. Warte mal, ich mach mal kurz laut. Ich hab das gehört. Ja, weiß ich doch. Ja, ich mach mal kurz laut, ich bin nämlich beim Oskar gerade. So, warte mal kurz. Von Müller, hallo. Ja, warte, hier, so, itze. So. Von Müller? Hallo, die Frau Kohl hier, ich bin neu. Wer? Und Oskar, weißt du... Die Frau Kohl! Oskar, und weißt du, was die fährt? Nee. Das willst du gar nicht wissen. Die fährt bei einem pinken Traktor. In Waldra, in Bink. Also Walter, prinzipiell finde ich ja gut. Aber in Bing? Kannst was du dir das vorstellen? Du? Ja, Walter findet er ganz gut. Ach so. Aber in Bing. Ja, das sieht vielleicht schmuck aus. Ja, vor allem kann man sie nicht, man kann sie nicht verfehlen, ne? Man kann rüberfahren, wenn die kommt, das ist ja schon mal gut. So, na gut. Wie bitte? Hä? Da fühlt man sich magisch an. Angezogen. Ja, wie die Mode im Speck. Oder wie die Fliege. Das ist vielleicht jetzt nicht nett. Genau. Manfred. Warte mal ganz kurz, Oskar. Ja. Kuli, machst du das jetzt immer oder geht es immer noch? Ich bin doch schon dabei. Ach so, na schön. Ja, kannst du da mal auflegen, weil ich muss mit dem Oskar hier mal ein paar Geschäfte machen. Wir sehen uns dann gleich, hä? Ja. Alles klar, hä? Bis. Jo, tschüss. Bis später dann, hä? Ja. Tschüss. So, gut, da haben wir die Alte auch schon abgewimmelt. Hier, hast du jetzt den Preis oder was, Oskar?
Also die Maschine an sich, kann ich da sagen, kostet 7114 Euro in der Miete. Am Dorf oder was? Alter, da, du musst halt schon... Nee, sag mal, am Dorf oder was? Es ist quasi, das sind die Basiskosten und dann halt pro Arbeitstag und pro Arbeitsstunde nochmal. Also kommst du am Dorf auf Zähne vielleicht bald? Vielleicht. Geht ja eigentlich. Weil das Ding ist ja, das Ding ist ja ganz schön breit, ja. Ja, so wie ich gestern. Was, Moment. Oh, ne, das weiß ich doch. Wir waren doch zusammen breit, wie Sau. Wie eine Flunder. Wir sind doch zusammen noch nach Hause gedrückelt. Ich von dir hier weg und du irgendwie hier um die Ecke nimm. Mensch, Manfred. Ja, hier ist doch niemand da, ist doch keiner da. Hier ist doch kein Bundesnachrichtendienst, alles gut. Mhm. Oder hast du hier in deiner Halle irgendwelche versteckte Scheiße? Ja, sowieso. Ach so, ne, ist auch wieder gut. So, gut, okay, also würde das Riesending sozusagen, um die, sagen wir mal jetzt, einfach mal um die Zahl hier auf den Tisch zu knallen, um die Zähne kosten. Und das heißt, alles, was... Ne? Ja, ja, ich weiß schon. Ja, weiß schon. Und alles, was Glamour ist, ist dann sozusagen günstiger. Ne, da könnte man vielleicht sogar dieses Jahr mal ins Geschäft kommen. Weil ich habe nämlich schon überlegt, ob ich mal ein paar Sonnenblumen mache. Weißt du, für meine Tierchen oben, für meine Schweinchen, ist das gar nicht mal so schlecht, wenn man nämlich mal ein paar Ölfrüchte hat. Könnte ich natürlich auch Raps machen, aber na gut. Müssen wir mal sehen. So, pass auf. Dann gehen wir zum nächsten, das täte ich nämlich gleich mal mitnehmen, und zwar wäre das hier der Steinsammler. Was kostet der an der Miete? Das habe ich dir vorhin schon gesagt. Stimmt, das reicht. Der läuft so, gibst mir einfach einen kleinen Obolus und gut ist. Wo steht denn das Ding? Hier hin. Kann ich das gleich anhängen und mitnehmen jetzt, oder was? Ja. Ach Mensch, guck mal. Manfred, Mensch. Ui! Oh, so ein Riesengeschoss. Ne, das ist ja gar nicht schlecht. Genau. Das ist ja eigentlich sogar soll ganz ich gut. Was sagen? Ne, sag mal was. Er hat sage und schreibe 8 Betriebsstunden nur. Das ist natürlich gut. Aber was das Ding kostet, ihr Lieben, das sehen wir in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon wieder raus und wir trinken dann nämlich später noch ein kleines Bier hier zusammen. Da wollen wir mal sehen, wie viel das Scheißding dann wert ist hier. Mal sehen, vielleicht können wir den Kunde ja noch ein bisschen runterhandeln. Schaltet beim nächsten Mal auf alle Fälle wieder ein und macht mal ein bisschen die Glocke hier auf aktiv. Das wäre nicht ganz schlecht. Und unten in die Kommentare wäre es auch schön, wenn das mal ein kleines bisschen gefüllt wäre, die ganze Scheiße. Also bis dahin, ihr Lieben, macht's immer gut und wir sind gleich wieder in der nächsten Folge morgen da. Tschüss und ciao.